Und wer gespendet gibt, verpasst das Beste. Ein wahres Wort. Kommen Sie nicht zu spät zur diesjährigen Aufführung der Villmarer Theatergruppe. Karten sind bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ich will nur zusagen, wenn Koi Greische und alles lauter werden, dann brauchen wir den Bullen. Was wollen Sie damit sagen? Eine Haut, nur eine Haut. Heute sind wir auf einer Stippvisite bei den Proben zum neuen Stück Wir sind dann mal weg von Jonas Jetten. Fängt das mal beim Scheuern da um? Fang doch an hier mit dem, das mach ich. Ich hab schon als Vierjähriger, gut, ab da, ja? So, das mach ich. Kannst du da überhaupt Traktor fahren? Das ist nicht so einfach. Hör mal, als Vierjähriger war ich Stadtmeister im Drehtraktor fahren. Und so viel schwerer ist das hier auch nicht. Sowas verlernt man nicht. Jetzt kommt er schon wieder mit dieser jetzt Kamera. Ich schon wieder mit der Kamera, mit Mikrofon. Und jetzt stelle ich auch noch eine Frage. So, dann stellen Sie mal eine Frage, Herr Leder. Ja, was gibt es denn diesmal zu sehen? Das heißt, wir sind dann mal weg. Ist das das Stück von Harpe Kerkeling oder ist das Nein, anders? Eben nicht. Angelehnt an Harpe Kerkeling. Angelehnt, gell? Hat nämlich schon mal einer gedacht, wir hätten einen Fehler gemacht im Plakat und wir hätten geschrieben, wir sind dann mal weg, statt ich bin dann mal weg. Das heißt aber, wir sind dann mal weg. Autsch! Ich hätte das Scheuern doch erst aufgemacht, bevor ich den Traktor rausgefahren hätte. Den Traktor habe ich vorschriftsmäßig geparkt. Das soll er sein. Da passt zwischen Hauswand und Traktor noch nicht mal mehr eine Postkarte. Ein Bauernhof wird vererbt und der Herr, der den erbt, möchte nicht unbedingt Bauer sein, lieber Erfinder. Ein Nachbarbauer hilft ihm und die kommen dann auf eine Idee, nachdem sie was entdecken, wie man trotzdem was erfinden kann und kann so tun, als sei man mal weg. Kant, der beste Knabe, aber er ist alles, was du brauchst, die goldene Abhöranlage. So viel sei noch verraten. Ein bislang unentdeckter Raum und ein durchsichtiger Spiegel lassen schon jetzt auf allerlei amüsante Szenen schließen. Ach, wenn ich auch noch ein durchsichtiger Spiegel. Wen? Kant, ich kann dich sehen. Ich kann dich nicht sehen. Also, wir werden jetzt noch ein Stückchen mit euch gehen. Na, das ist gar nicht notwendig. Wir sind dann mal weg. Eine Komödie in drei Akten von Jonas Jetten unter der Regie von Ingrid Pohl. Am 26. und 27. Oktober in der König-Konrad-Halle in Villmar.